Einen wunderschönen guten Hallo meine lieben kleinen Freunde auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hardcore. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Bau-Bau-Bau-Folge. Oder wisst ihr was? Nein. Nein, nein, nein. Also irgendwie schon, aber auch gleichzeitig nein. Ich möchte mal ganz gern unter Tage gehen, unter Wasser gehen und was schauen. Und dafür brauchen wir unser Trusty Boaty. Da ist unser Trusty Boaty. So, und jetzt müssen wir einen Ort finden, hier irgendwo vor unserer Basis, der so aussieht, als wäre er unausgeleuchtet. Mit unausgeleuchtet meine ich, dass er, da, das meine ich, da unten, da seht ihr es. Das da interessiert mich. Warte, was? Nein, nein! Mein Boot! Ich wollte genau das, aber nicht so. Oh nein. Mein Boot ist gesunken. Willkommen auf der Titanic. Menschen. Ich wollte hier vorne eigentlich einen Magma-Block mitnehmen, aber das ist sowieso das Falsche, fällt mir gerade auf. Wir brauchen einen Soul-Sand-Block für den Aufzug im Haus. Kein Magma-Block. Oh Mann. Das ist schlecht. Das ist echt schlecht. Wir müssen mal kurz ins Haus und schlafen, sonst haben wir ein Problem. Da ist ein Zombie. Direkt voraus. Hüpfen, hüpfen. Das ist kein Problem, die kriegen uns nicht. Die Spinny. Oh, die Spinny könnte Schäden haben, aber der Creeper hinter uns ist ein Problem. So, haben wir da vorne ist ein Skelett mit einem verzauberten Bogen. So, den haben wir auch platt gemacht, den netten Herrn. Und schnupp die und wupp und rein da. Wunderbar. Das bedeutet, das funktioniert schon mal einigermaßen gut, doch wieder nach Hause zu kommen. Jetzt haben wir unser Boot verloren und wir haben aber gleichzeitig auch erfahren, dass es sowieso nichts gebracht hätte, was wir gerade versucht haben. Also ist das in Ordnung. So, noch kurz einen Creeper verdreschen. Da vorne sind auch noch Creepies. Unschön. Warte, ich habe das dumme Gefühl, wir müssen langsam mal sicher in den Nether. Wir brauchen Soul Sand und wir brauchen Quarz. Nein! Das ist dein Ernst. Ein einzelner Wasserblock in meinem Haus und du spawnst hier drin und stellst dich da rein. Bist du doof? 1, 2, 3. 3. 3. 3. Vielleicht dahin. Und dahin, das müsste ausleuchten. Alter Schwede, natürlich habe ich wieder Schaden gekriegt. So. Uhiho. Njong. Ui. Und hallo Handy. Mein Handy hat gerade gebimmelt. Moment, ich muss mal kurz gucken. Ui. Muss ich gut schreiben gleich. Moment. Aber erst einmal müssen wir gucken, was wir denn jetzt eigentlich hier noch tun. Hat eigentlich Bambus eine Burntime? Bambus hat eine Burntime. Oh, aber eine sehr geringe Burntime von 50. Bambus hat eine Burntime von 50. Das ist äußerst interessant. Kann man Bambus verbrennen? Nee, kann man nicht. Okay, aber wenn man schon mal weiß, dass Bambus eine Burntime von 50 hat, what the fuck? Ja, dann ist doch die Sache ganz klar. Dann machen wir uns jetzt eine Doppeltruhe voll mit Bambus. Werden die immer zum Brennen benutzen. Warum hat mir das vorher keiner gesagt, dass die eine Burntime von 50 haben? What the hell? Zack und wow! Katze ist nicht in der Lage, das richtig abzubauen. Das ist natürlich krass. So. Also. Wir müssen Bambus rausnehmen. Bedeutet, das kommt raus. Nein, wir können das nicht mal rausnehmen. Bambus raus. Da halt, stopp, die brauchen wir noch. Das alles nach unten zu uns. Das kommt nach oben dann. Da ist auch nichts drin. Okay. Das bedeutet, das können wir gerade mal alles da reintun. Wie gesagt, als Brennmittel für ein Achterstack oder so, easy machbar. Gar kein Problem. Und dann haben wir endlich eine Verwendung dafür, die sich auch lohnt, würde ich sagen. Also, echt gut.
Dann können wir sie in Zukunft auch für so Kram benutzen. Das ist doch, also das gefällt mir gerade relativ gut, dass ich das rausgefunden habe oder dass mir das jetzt klar geworden ist, dass wir ihn dafür verwenden können. Geht das theoretisch auch mit Axt so schnell? Nein, geht's nicht. Am schnellsten geht's immer noch damit. Und es ist doch relativ viel, was wir hier bekommen, ne? Ich war gerade im Überlegen, war nicht hinter mir gerade noch irgendwann ein Creeper? An der Stelle? Bin ich mir jetzt gerade ganz unsicher. Oh, da ist schon wieder ziemlich weit gewachsen. Das ist krass. Fein, 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 fein. So, 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 so. Da. Das sind eine Menge feine Sachen. So ist das fein. Ui. So muss man Sachen aufsammeln. Okay, das geht doch relativ gut von der Pfote. Ich sehe schon wieder Leute in den Kommentaren rummotzen, dass ich dafür mein Dia-Schwert benutze. Wenn man es nicht verbraucht, verbraucht man es nicht, Menschen. Ich mache jetzt kein Eisenschwert mitgenommen, damit das funktioniert. Das ist nicht notwendig. Notwendig, notwendig heißt das Wort. Was ist denn los mit mir? Warum kann ich nicht sprechen? Frage ich mich, glaube ich, schon seit Monaten. Ja, auf jeden Fall sollte das, was wir jetzt hier haben, reichen. Wenn wir 4 brauchen, um 1 zu brennen, dann brauchen wir theoretisch für einen 8,5 Stack. Dann brauchen wir theoretisch von den Sachen hier immer so einen halben oder ganzen Stack, um ganze Stacks zu brennen, damit wir in Zukunft da keine Probleme mit haben. Und wir verbrauchen dadurch keine Fackeln. Also hier kein Zeug für Fackeln, was wir für Fackeln benutzen könnten. So rum ist es vielleicht ein bisschen besser formuliert. Steinboden. Wäre es möglich? Aus was möchte ich das Dach bauen? Das Dach. Theoretisch aus Stein. Wäre mir wirklich am liebsten, wenn ich ehrlich bin. Das bedeutet, wir sollten auch das Zwischendach aus Stein bauen. La. Damit das aber funktioniert, müssen wir einen intelligenten Weg wählen. Wir brauchen ein wenig Dark Oak Wood und wir müssen hier die Zwischenetage damit Stein auskleiden. Um dann die Zwischenetage mit Stein ausgekleidet mit dem Boden hier zu versehen. Und oben drüber dann. Können wir dann oben drüber überhaupt den anderen Stoff nehmen? Ja, können wir, weil der dann auf der Ebene ist. Okay, ich rede gerade ein bisschen wirr für euch, vielleicht nicht ganz verständlich. Liegt daran, dass ich gerade wieder Dinge denke. Dinge denke. Katze denkt Dinge. Dung! So, hüpfen. Hopp und hopp. Oh nein, das ist echt nicht einfach, hier einen Thumbrun rauszumachen. Upsala. Hopsen und hopsen und hopsen und bopsen. So. Hier mal kurz nach oben düsen. So. Und fein. Haben wir nochmal einen neuen Baumi gefällt. Den Baumi, den wir jetzt gefällt haben, haben wir nicht gefällt, weil wir dringend Holz zum Craften brauchen, sondern weil wir damit weiterbauen wollen. So. Ich hoffe mal, dass das so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Wir haben die Scaffoldings wieder weggetan. Scaffoldings? Scaffolding? Das ist natürlich nicht so fein. Das ist natürlich nicht so fein. Wo ist denn meine Scaffoldings? Die müssten hier irgendwo sein. Scaffoldings gefundingst. Feiningst. Upsala. So. Dann jetzt hier. Eins. 2 ja Minimum. 1, 2. 2. 1, 2. 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2.
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1
Müssen wir noch schauen. Also ich bin hier jetzt gerade noch relativ unzufrieden mit dem, wie wir es gebaut haben. Naja, liebe Menschen, ich habe eine Kleinigkeit über Bambus rausgefunden, die Folge. Wir haben ein bisschen gebaut. Ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Ich kann euch jetzt schon mal den Teaser geben. In einer der nächsten Folgen geht es definitiv in den Nether. Vorher müssen wir noch ein paar Schafis reproduzieren und ein bisschen Kühe reproduzieren und ein paar Kühe töten. Aber es wird früher oder später in den Nether gehen. Ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut und bis dahin erstmal ciao. Brrr.